fantastic. Hallo und willkommen zurück zum zweiten Spiel. Und diesmal haben wir FC Bayern gegen Dortmund genommen. Wieder getuned. Ich spiele mit Bayern und. Wir müssen aber die Aufstellung noch kurz ein bisschen pimpen. Ja, wir wollen noch einen Feldspieler ins Tor stellen, ne? Genau, und ich will aber auch das System ein bisschen ändern. Oh ja, okay, dann mache ich jetzt auch hier. Dann wechsle ich auch noch alles noch aus hier, was man auswechseln kann. Was ist denn? Verdammt, 4-4-2 will ich doch haben. So. Oh. Oder so machen wir es mal. Nein, zurück. Team. So, wen nehmen wir ins Tor? Ich nehme. Wen hast du genommen? Ich nehme Thiago. Dann nehme ich Januzaj. So. Oh ja, komm, es ist ein getuntes Spiel, ist doch scheiße. Ja, ich wollte gucken, ob es mir vielleicht was bringt, wenn ich. Stehen so wie bei Dortmund stehen sowieso 11 Affen auf dem Platz. Das ist das ändert auch nichts. Oh, das gibt wieder Hate. Ja, ja. Ich habe übrigens noch etwas getunt, das wirst du gleich vielleicht noch merken. Warum? Hast du denn nicht hingeguckt? Was denn? Ich habe die Passstärke auch noch ein bisschen geändert. Ein bisschen schneller. Auch nur geringfügig. Oh, wer dehnt sich denn da im feinen roten Trainingsanzug an der Seite? Ja, jetzt können endlich mal die Wechsel passieren. Nee, noch. Du müsst noch eigentlich, genau. Ja, eigentlich schon, ja. Dann war das aber nicht der, der sich da gedehnt hat. Ach Mann, er macht den Rom und der fällt trotzdem drauf rein. Sag mir Costa, sag mir wann. Oh. Jetzt. Ach. Der armenische Chancentod ist hier. Gucken. Ja. Wie in echt. Also was hast du mit wie in echt? Der hat schon. Also man muss. Mkhitaryan ist ein guter Spieler, aber er ist. 10 F-Tor hat er schon gemacht diese Saison. 20? Nö. 1000? Nicht. 20.000. Aubameyang hat, glaub, 20. Aubameyang hat mehr. Jo, und er ist auf Platz. Mkhitaryan ist zweiter, glaube ich. Reus dritter, Kaka war vierter. Na naja, gut, wenn man vor Reus ist, ist auch keine Kunst. Das ist ja selber so ein Chancentod. Ey, hör doch mal! Ist ihr wisst, ich mache ja nur Spaß. Also wenn wahrscheinlich, wenn die Leute ankommen, so wie Matthias, ey, Dortmund! Ich bin Erfolgsfan von Dortmund, du hast mich beleidigt. So, zurück zum Spiel hier. Na! Oh, auf deine Latte! Birki, das ist natürlich auch wieder geil, ne? Rotes Trikot, roter Gegner. Kann doch gar nicht mehr Birki gewesen sein. Ich hab ihn nicht Birki, hier, Januzaj. Komm, lauf! Ecke. Und, oh, Verletzung. Ihn hat's erwischt. Ach, El Chancentod. Da, ja. Meinst du, das wird nochmal? Nee, ne? Jetzt kommt der beste Spieler, ohne Scheiß. Mein absoluter Lieblingsspieler auf dieser Welt kommt jetzt ins Spiel. Adrian Ramos. Warum? Adrian Ramos ist mein absoluter Lieblingsspieler auf dieser Welt. Warum? Weiß nicht. Deswegen hoffe ich immer, dass Dortmund, der soll bei Dortmund bloß keine Tore machen, damit er zu Bremen wechselt. Vielleicht wird es irgendwann passieren. Ja, Ramos ist der beste Mann, ey. Auf jeden Fall. Deswegen, eigentlich habe ich jetzt schon verloren. Ne? Das meine ich jetzt, das ist kein Sarkasmus, das meine ich ernst. Adrian Ramos ist wirklich einer meiner Lieblingsspieler. Ich sollte vielleicht Bartschuber ins Tor stellen, ne? dann habe ich gewonnen. Der Bart stimmt da. Ja, vielleicht zu, nee, zu Stuttgart wollte er nicht wechseln, das war eine Ente. Alter, hast du den gesehen? Den hat Gündogan nicht mal gesehen. Boah, Alter, der hat sich nur noch so ein bisschen nach oben gedreht. Ansonsten wäre das ein geiles Tor geworden. Wer ist denn, wen haben wir denn hier? Philipp? Yo. Bam, Junge! Bam! Schön gespielt. Ja, man muss auch wieder sagen. Muss ich auch mal ein bisschen selber loben. Muss auch mal sagen, ja, es ist wieder angepasst. Also, ja, klar, aber der Spielzug nicht, an sich sah gut aus. Ja, nur dass der Spieler nicht mitläuft, das ist halt dem geschuldet, dass es hier getunt ist. Ist schon richtig, aber der Spielzug an sich sah gut aus. Ja, und die Zweikampf. Das gibt's nicht. Ja, nur sei der Top-Torhüter hier. Der ist das gibt's drin, nicht, ja. Ey. Und er ist trotzdem drin. Ja gut, aus der Entfernung war es ja keine Kunst. Ja, da sagt der Robert, alte Liebe, kenne ich nicht.
Ja, genau. Es ist Janusai. Er hält ihn mal eben so. Der von da war natürlich auch viel einfacher. Er hält ihn mal eben so mit dem Schniepel fest. Also. Oh, das war ein toller Schuss. Und jetzt geht's weiter hier. Ja, es ist, wie gesagt, es ist ja ein Spaßspiel hier. Ah, Robin ist zu schnell für sich selber. Das macht er eigentlich nächsten Sommer so. Hat ein bisschen Zeit, ne? Reus doch auch. Wieso? Bei Reus Glück reißt er sich vorher wieder eben. Ja, das kann. Ah, der ist noch. Ja, der Trick ist doch so alt mit Bart, ey, ohne Scheiß. Ui, hör das? Kagawa. Kagawa Shinji. Der Shinji. Komm. Weil man ja gegen Paderborn im Stadion. Ah. Ich finde das sogar, dass sie jetzt beim DFB-Pokal machen, das ist auch mit dieser. Mit dem, du darfst ja keine eigene Werbung quasi haben. Und in Dortmund ist ja immer. Die Zuschauerzahl wird präsentiert von Stadtparfümerie Pieper oder irgendwie sowas. Ja. Und das darfst du ja nicht machen in Euroleague und europäischen Spielen und DFB-Pokal und so. Und dann sagen sie immer: Herr Pieper wird gebeten, zum Konferenzraum unter die Nordtribüne zu kommen. Herr Pieper wird gebeten, zum Konferenzraum unter die Nordtribüne zu kommen. Und dann eine Minute später die Zuschauerzahl beträgt 75.000 irgendwas. So ganz subtil, dass die damit durchkommen die ganze Zeit, dass das nicht mal irgendwer beanstandet, dass die jedes Mal vor der Zuschauerzahl diesen Typen da ausrufen. Ist fast untergegangen, dass Robert leider nochmal getroffen hat. Ja. Tut mir leid. Alter, da ist er drin! Da ist er drin! Da ist er drin! Unglaublich. Hat er das Spiel gedreht? Ja, vor allem dieser hässliche Fotzenkopf, ey, das ist so. Ich krieg hier einen drauf, wenn ich mich über Dortmund im Spaß lustig mache und du sagst das ernst. Ja, das ist vollkommen ernst gemeint. Alles, was ich gegen Robben sage, ist vollkommen ernst gemeint. Bei dir? Der ist ja auch so. Ja. Also, was du gegen das Bayern, war keine Ironie. Also, was du gegen Bayern sagst, ist doch in deinen. Ist doch nicht. Ich habe da noch keine Ironie erkannt. Nee. Gerade gegen Robben nicht. Ja. So. Aber ist ja auch so. Braucht doch kein Mensch, den Typen. Ja, wenn ich immer, wenn ich den schon sehe, wenn er berührt wird und im Fallen schon zum Schiedsrichter guckt und lacht, weil er wieder einen Freistoß haben will, der kleine Pisser. Komm jetzt! Alter, jetzt rappelt's aber hier übelst im Karton. Und wer war es? War es der Müller? Drück mal weiter, diese scheiß Wiederholung. Der Müller? Ja, der Müller, Thomas. Drück mal weiter, das versteht langweilig, diese scheiß Wiederholung. Ich möchte noch eben für dich sehen, wie der Arjen den Thomas umarmt und gemeinsam diesen schönen Treffer feiern. Komm, mach. Und jetzt. Der Müller Thomas. Was fällt dir zu dem ein? Nicht so viel. Wäre mal geil, wenn er. Hä? Wäre mal geil, wenn der mal ein Tor fällt. Und man das gar nicht erst sieht. Ja. Das war das. Ja, das hatte ich jetzt gerade schon fast befürchtet. Ich hatte es mir auch gedacht. Ah, er hat das so gerade gehalten. Da macht die Wiederholung ja nochmal Sinn. Nein. Und aus Spaß wurde Arjen und Arjen ist jetzt 30 Jahre alt. Ja. Und ein rothaariger Schiri, was fällt dir da auch noch was zu ein? Kriegt der jetzt auch noch sein Fett mit? Nein. Erst haben wir die Holländer hier. Das Geschimpfe gegen Rothaarige machst ja nur du. Erst haben wir die Holländer lustig gemacht, dann über die Bayern-Spieler, dann über die Bayern-Holländer. Ja, genau. Ja, oh, kein Foul, genau. Ich bitte dich. Schade, das Freistößchen nicht auch noch. Freistößchen, du bist auch so ein Freistößchen. Freistöße, habe ich gesagt. Immerhin, ey. Ja, das hast du jetzt davon. Das hast du jetzt davon. Kleine Sünden oder Sündchen bestraft dir, liebe Gott, sofort. Also, das ist noch nächstes Mal. Ach, der Kleine. Oh. Der Kleine noch. Komm, mach doch diese scheiß Wiederholungen weg. Das ist doch langweilig. Weg. Ist das, der bei dir im Tor, ist das einer von mir oder warum lässt er jeden Ball durch? Guck mal, jetzt haben wir das richtige Ergebnis, jetzt haben wir es echt auch, ne? 5-1. Was war das jetzt? Du hast mich übelst gefault. Genau. Find ich nie gut, find ich nie gut sowas.
Ja, gut, jetzt ist natürlich jeder Schuss ein Treffer. Wer war's? Müller. Komm, drück. Das ist doch auch langweilig zum Angucken. Das Video ist in der 3 Stunden lang, weil du die scheiß Wiederholung jedes Mal durchlaufen lässt. Guck mal jetzt. Es kommt ein Ball zum. Nein! Oh, ich muss erstmal ein bisschen auswechseln, glaube ich. Ich muss, glaube ich, erstmal Pause machen. Ich muss, glaube ich, erstmal ein bisschen gucken. Und wie beim Online-Spiel. Erstmal dreimal die Pause durchlaufen lassen. Ich glaube tatsächlich, ich muss mal wechseln. Komm, mach mal vorne jetzt. Ich glaube nämlich Thiago. Na, der Thiago hat sich ein bisschen wund gelegen im Tor. Jetzt muss mal der Bartschuh mal ran. Jetzt muss der Holger mal ran, muss hier mal. Du gabst jetzt auch jetzt. Ja, aber drück jetzt. Den hat man jetzt auch nicht mehr gesehen, von daher. Thomas! Und mit der Nummer 25, Thomas! Müller! Kriegen wir noch eins vor der Pause? Leider nicht! Hast du die Zweikampfstärke nur bei mir runtergestellt oder was? Das geht leider nicht. Das wäre übrigens Handspiel. Ich wollte gerade sagen. Leider haben wir es ausgestellt. Kann man das anstellen? Das würde mich mal interessieren. Weiß ich nicht. Genau. Da seht ihr noch nicht mal die Sachen, die wir gemacht haben. Hier muss das so irgendwo. Na, leider nicht. Leider nicht. Marco spielt ja mit einer anderen Kameraperspektive. Echt? Auch. Naja, aber ich krieg da die Krätze. Also gut, ist ja Gewöhnungssache. So, gucken, ob der Holger jetzt frischen Wind da reinbringt im Torwartspiel. Kommt rein, auch geil, ne? Torwartwechsel. Thiago raus. Bartstuber rein. Oh. Mach hier keine Scheiße, Kollege. Keine Scheiße. Ayen! Ja, genau. Ich hab den gar nicht rausgeholt. Der rennt da von alleine hin. Ja, weil er gut ist. Ja, Janusai. Hallo. Mann, wenn das so drin nach Januar sei, ist so ein Tor. Gut, der wiegt natürlich auch nur 20 Kilo gefühlt. Ist er zwar noch doppelt so groß wie Philipp Lahm, aber. Alter, wieso gewinnen deine da die ganzen Zweikämpfe und bei mir die Eier nur blöde rum? Willst du das wissen? Ein ja, Wort: Aubameyang. Ja. Ja, das ist wieder faul, natürlich. Man nannte ihn auch Aubameyang, nannte man auch Gabun Warrior. Komm jetzt! Ich sag mal so, Aubameyang ist ein ganz guter Stürmer. Er ist kein Ucha, aber er ist ganz solide. Und? Nein, schade. Ich hab gedrückt und er wäscht sich hin. Ist klar. Ja gut, dadurch, dass ich Bartschuber jetzt halt natürlich drin hab, ist natürlich, könnten sich ein paar Räume auftun für dich, ne? Warum? Weiß nicht, ich hab keinen Grund, hab ich einfach nur so gesagt. Gib mich die Ball! Gib mich die Ball! Wir machen Tor, vielleicht auch nicht. Oh. Ist er nochmal nach innen gegangen? Was macht denn der Holger da? Er wird fürs Tore verhindern bezahlt, nicht fürs dumm da rumstehen. Das macht er sonst auch schon ganz gut. Gut, über den sollte man sich vielleicht nicht unbedingt lustig machen. Der hat ja wirklich ultra Pech momentan, oder? Oh. Alter, guck mal, ey. Gut, das ist wieder der Unterschied. Der Lewandowski wichst den dann mal irgendwo rein und Reus pölt einen Kilometer Experten drüber. Die würden jetzt sagen, das ist ein typischer Reus, aber. So jetzt! Ey. Oh, er ist nicht gefallen, was ist das denn? Das Spiel ist nicht realistisch, Robben ist nicht umgefallen, wo er berührt wurde. Vor allem kriege ich hier die. Ich wollte schon sagen, ich kriege die übelsten Freistöße hier nicht. Den. Na, was macht der denn da, der Fotzkorb? Komm jetzt! Hallo? Lass das doch mal. Unrealistisch, ja, schon wieder nicht hingefallen. Lass doch mal den Robben in Ruhe hier. Körperlich als auch verbal. Hat der nichts getan? Abseits. Scheiße, jetzt hat er auch noch Lack hier. Lack. Jetzt hat er noch die Sahne, dass es hier nicht noch mehr ausartet. Drück doch mal weiter. Ich will gerne mal sehen, wie das war mit dem Abseits. Ja, jetzt hast du lange. Danke. Ja, sorry. Und das ist weggedrückt. Toll. Jetzt werden die Zuschauer nie erfahren, ob es wirklich abseits war. Danke. Ja, die mussten sich schon eine ganze Wiederholung angucken. Ey,
Ball gespielt. Das war doch. Es ist so, der spielt nur den Ball. Das ist rot. Deine Mama, das ist eine rote Karte. Der ist der Hessler und kann nur. Weigel. Weigel, so sieht Weigel aus. Nein. Ja, genau. Jetzt, dadurch, dass du mich gefoult hast, war ich jetzt verwirrt und konnte nicht mehr richtig schießen. Vor allem, das Schlimme ist ja, manche Leute werden das auch noch glauben, wenn ich das jetzt sage. Genauso, wenn du sagst, Robben ist ein Fotzkopf oder so. Sie wissen nicht, dass du da nur Spaß machst. Dass du in Wirklichkeit in einer Robben-Bettwäsche jeden Abend im Bett liegst. Ja. Das war ein Foul übrigens. Ja, natürlich. Aber es ist ja Bayern. Es ist der Bayern-Bonus, hat sich auch jetzt hier bis zur PlayStation durch, ja, ist echt so, durchgerungen. Komm jetzt! Nein! Steh auf. Alter, geh doch dahin, meine Fresse! Dreht er sich noch achtmal im Kreis? Das ist doch nicht wahr! Kartoffel und Drecks. Kartoffelspiel, ey. Richtig. Dem gibt es nichts hinzuzufügen. Ja, genau, jetzt kommt der Torwart wieder raus. Und dann wollte ich schon sagen, es wäre ja auch mal was gewesen, wenn er mal keinen Ausflug gemacht hätte da zur Seite. Mir eine Gefallen tun, mich die Ball geben. Ja, diese irgendwas ist mit diesem Spielerwechsel doch nicht richtig. Ich schwöre dir, du hast das auf ich Bälle in der Luft. Ich habe da nichts dran verändert. Ich schwöre dir, du hast es auf Bälle in der Luft. Nein, hab ich nicht. Wir gucken das jetzt noch in der Aufnahme nach. Ich schwöre dir, das steht auf Bälle in der Luft. Guck nach. Das kann man bestimmt jetzt wieder nicht ändern, aber ich schwöre dir, es steht irgendwo auf Bälle in der Luft. Ja, ja, siehst du? Ja, dann ist doch gut, dann wechsel doch mal. Ja, auf Auto. Auto ist die schwulste Scheiße. Nein. Doch? Nein. Autos für die Noobs. Nee. Also, soll dann den Spieler wechseln, wenn der Ball da ist, nicht wenn der Ball in der Luft ist. Was bringt's mir, wenn der Ball manuell wechseln? Ja, aber was bringt's mir, wenn der Ball flach kommt und er wechselt den Spieler nicht? Pass mal auf. Was der Costa mit dir macht dafür? Boah. Was hast du jetzt? Das kriegen jetzt böse Buben, kriegen dann einen auf den Zack in seiner Steuerung rumfuckeln. Ja. Man hört immer nur nach jedem Tor nur das Klicken von dem Knopf. Drück die Wichse doch jetzt weg. Ist doch langweilig hoch 1000, ey. Wenn er jetzt immer springen will, aber ich mir nichts mache. Er kommt schon gar nicht mehr hinterher mit den ganzen Torschützen. Pop, ist der Ball weg. Nein, da ist er trotzdem drin. Das kann doch nicht Reus gewesen sein. Das war ein Tor. So, zeige ich dir mal, wie das geht. Ja. So, zack, 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 und dann geht's weiter. Sagte er und erzielte das Tor zum 2:7. Ja, ich meine mit dem Wegdrücken. Das ist mir aber gezeigt, ey. Ja. Jetzt kann ich heute Nacht nicht schlafen. Nein, ich meine, ich zeige dir, wie man das wegdrückt. Wenn du die Wiederholung weggedrückt hast, werde ich heute Nacht keine ruhige Sekunde im Bett haben hier. Da, Mama. Er hätte doch schießen können, Junge. Ja. Ist wieder von da. So, nochmal. Manche nennen es auch das typische Dortmunder Spiel. Beim 1:7 drehen sie auf und spielen plötzlich Tauberfußball. FC Bayern, Stern des Südens. Du wirst niemals untergehen. Und im strömenden Regen. Ja, sieht schon fast nach Schnee aus. Von Bayern. Das Spiel ist ja auch nicht in München, das Spiel ist ja in Bayern. Ja, verabschieden wir uns, wenn es euch gefallen hat. Dann lass mal noch. Ich finde auf jeden Fall dieses Format einiges lustiger als die normalen Spiele. Ja. Also muss man schon sagen, da geht's hoch her. Der rothaarige Schiri sagt jetzt: Marco, schönes Spiel und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und nehmt nicht alle Ausdrücke so ernst, ne? Genau, den lasse ich noch drin.